Der Süden Frankreichs ist ein Eldorado für Individualreisende. Er bietet ein Feuerwerk an Erlebnisqualität. Von Wassersportlern geschätzte Canyons, Zauberwelten im Schoß der Erde, eindrucksvolle, von sehr bewegten Zeiten zeugende Kulturstätten, wunderschöne, sonnenreiche Küsten, eine fast menschenleere, beeindruckende Bergwelt, alte Dörfer und Städte, in denen sich 2000 Jahre Menschheitsgeschichte widerspiegeln. Südfrankreich ist reich an gotischen Kathedralen. Außen wirken sie wie Festungen. Innen überraschen sie mit kühnen Raumschöpfungen und mit einer palastartigen Fülle an Ausstattungsdetails. Die Tempel des Lichts zeugen vom Umbruch des religiösen Denkens in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends und vom Wohlstand des erwachenden Bürgertums. Es ist eine Lebensfreude ausdrückende Baukunst, die alte, niederdrückende Fesseln sprengt. Nirgendwo sonst außerhalb Italiens befinden sich mehr gut erhaltene römische Monumentalbauten in Städten, die zum Beginn des zweiten Jahrtausends eine wirtschaftliche und intellektuelle Blüte erlebten, in denen das Bürgertum erstarkte, in denen sich neue, von Feudalherren und Kirchenfürsten unabhängige Verwaltungsstrukturen und Lebensformen herausbildeten. Südfrankreich ist geprägt von für ihre Überzeugung kämpfenden Minderheiten, gleichzeitig vom Gerangel der Mächtigen um geistige und weltliche Vorherrschaft, von Kreuzzügen gegen Andersgläubige. Von all dem berichten viele gut erhaltene Originalschauplätze noch heute. Ich befinde mich im Nationalpark Cevennen am südöstlichen Ausläufer des Zentralmassivs. In der Tarnschlucht präsentiert sich der Unterbau des Lebens, eine durch den Zusammenprall zweier Erdschollen aufgefaltete, von Erosionskräften modellierte, weitgehend naturbelassene Urlandschaft. Die ersten Siedler, die trotz geringer Anbauflächen, trotz langer und feuchter Winter am Ufer des Tarn ausharrten, waren wahre Überlebenskünstler. Was während der Sommermonate auf von Steinen befreiten, winzigen, terrassierten Parzellen heranwuchs, musste für ein ganzes Jahr reichen. Was die alten Steinmauern zusammenhielt, nannten die Erbauer Schweiß der Cevennen. Die wertige Gebäudesubstanz von La Madeleine zeugt noch immer von Feudalherren, die hier ab dem 15. Jahrhundert residierten. Während der Französischen Revolution verschanzten sich adlige Familien der Gegend in dieser Burg. Später flüchteten sie in die Höhlen der nahen Schlucht. Heute dienen die alten Mauern als Hotel. Schon im 6. Jahrhundert unter fränkischer Herrschaft entwickelte sich La Madeleine als wichtiger Kreuzungspunkt zweier die Hochebenen verbindender Routen. Im Frühjahr und Herbst überquerten an diesem Ort riesige Schafherden den Fluss. Heute starten hier Wassersportler zum sehr abenteuerlichen Streckenabschnitt der Gorge du Tarn, einer Schlucht mit bis zu 500 Meter steil aufragenden Felswänden. Vieles hat der Zeitenlauf hinweggefegt. Nur noch wenig zeugt von den Mühen und gescheiterten Versuchen derer, die glaubten, von dem leben zu können, was diese Urlandschaft ermöglicht. Seit 2011 steht das gigantische Flusstal des Tarn als Weltnatur- und Kulturerbe unter dem Schutz der UNESCO. Die Causse Méchant ist die größte und höchstgelegene Karstlandschaft des Zentralmassivs. Im Hintergrund rechts ist die Tarnschlucht zu erkennen. Büsche, Bäume und noch junge Waldbestände sind das Ergebnis von Wiederaufforstungsmaßnahmen. Vom Roc de Urtou genannten Aussichtspunkt lässt sich gut nachvollziehen,
wie diese grandiose Flusslandschaft entstand. Die Flächen der Hochebenen sind der Boden eines Urzeitmeeres. Regenwasser drang in den porösen Grund, schuf Risse und Spalten. Flüsse bildeten sich und schließlich über sehr große Zeiträume tiefe Schluchten. Die Causse Michon ernährt trotz der enormen Flächenausdehnung von 340 Quadratkilometer nur etwa 450 Bewohner. Wasserläufe gibt es keine. Rodungen, trockene heiße Sommer, kalte Winter mit lang anhaltenden Schneefällen, beständige, sehr heftige Winde, eine durch die Templerritter seit dem 12. Jahrhundert eingeführte Weidewirtschaft und ein recht erfolgreiches Wiederaufforstungsprogramm haben dieses Landschaftsbild entstehen lassen. Hier geht es wieder hinab zum Tarn. Im stimmungsvollen Licht des wunderschönen Nachmittags präsentiert sich mir eine weltentrückte Flusslandschaft. Sie zählt zu den schönsten in Europa. Erst vor 100 Jahren wurde diese Uferstraße gebaut. Zuvor diente der Tarn als Transportweg. Ich stehe auf der modernen Brücke bei Les Rosiers und schaue noch ein letztes Mal auf den Fluss, an dem ich wunderschöne Tage verbracht habe. Bei Les Rosiers fließt die Yonte in den Tarn. Der kleine Ort ist ein guter Ausgangspunkt für vielfältige Freizeitaktivitäten. Auch Feinschmecker werden hier verwöhnt, das entnehme ich meiner Literatur. Mich zieht es weiter nach Süden, in das Gebiet der einst vom Templer-Ritterorden beherrschten Karsthochebenen, Grand Causse genannt. In einem ihrer alten Festungsorte möchte ich heute übernachten. Mit Glockengeläut empfängt mich Sainte-Eulalie de Cernot. Die von Templern im Jahr 1240 gegründete Kommandantur war das Befehlszentrum, von dem aus alle Besitzungen und Einkünfte des geistlichen Ritterordens im Süden des Zentralmassivs verwaltet wurden. Die Templer-Ritter unterstanden nur dem Papst. Als Streitmacht des Heiligen Stuhls verbanden sie die Ideale des adligen Rittertums mit denen christlicher Mönche. Ihre Aufgabe war es, durch geschicktes Wirtschaften die Finanzierung der Kreuzzüge sicherzustellen und fähige Männer anzuwerben. 15.000 Ordensmitglieder verwalteten 9.000 Besitzungen in Europa, deren Einnahmen ausschließlich für die Niederschlagung der Ungläubigen in Jerusalem bestimmt waren. Es gelang ihnen, aus jeder Landschaft einen beträchtlichen Gewinn zu erzielen. Die Templer errichteten diese Festungsstadt inmitten der kargen Causse du Larzac bezeichneten Hochebene. Sie betrieben in großem Stil Schafzucht und Getreideanbau. Sie errichteten Mühlen. Auch Schenkungen mehrten den Wohlstand der Ordensgemeinschaft. Der Erfolg der Templerritter war zugleich ihr Untergang. Neid, Missgunst, üble Nachrede und Verleumdungen führten dazu, dass am 14. Oktober 1307 alle Templer auf Befehl des französischen Königs verhaftet wurden. Philipp IV. War hoch verschuldet, auch bei den Templern. Durch ihren wirtschaftlichen Erfolg und die damit verbundene Zunahme der weltlichen Macht des Heiligen Stuhls sah er sich bedroht. Die inhaftierten Templer wurden der Inquisition zugeführt, grausam misshandelt und gefoltert, bis sie gestanden, was man hören wollte, Ketzerei, Homosexualität oder verstarben, auch auf dem Scheiterhaufen. Die Komtureien genannten Verwaltungszentren und Güter der Templer wurden dem auf Krankenpflege spezialisierten Johanniterorden übertragen. Sie waren es, die Sainte-Eulalie de Cernot im 15. Jahrhundert mit einer mächtigen Stadtmauer umgaben.
Wer heute hier von einer bäuerlichen Existenz lebt, hat den Rittermönchen viel zu verdanken. Mit diesem Eindruck bin ich eingeschlafen. Er verdichtet sich bei der Weiterfahrt am nächsten Morgen. Larsac, die südlichste Kos des Zentralmassivs, ist heute, zumindest im Bereich der ehemaligen Kreuzritterbesitzungen, eine fruchtbare Kulturlandschaft. Sie ernährt etwa 500 bäuerliche Existenzen und 15.000 Schafe, trotz Temperaturen von plus 40 Grad Celsius im Sommer, minus 30 Grad Celsius im Winter und Windgeschwindigkeiten bis zu 170 Stundenkilometer. Auch die Festungsstadt La Couverturat konnte sich inmitten der wasserlosen Hochebene gut entwickeln. Die Templer errichteten sie auf einem felsigen Hügel über natürlichen Hohlräumen im Untergrund, die sich gut dazu eignen, als Wasserspeicher genutzt zu werden. Die Stadtbefestigung stammt aus der Zeit der Johanniter, die alle Besitztümer der Templer übernahmen. Die alte Luftbildaufnahme zeigt eine Geisterstadt. Im 20. Jahrhundert waren die meisten Häuser verlassen. Ich bin sehr früh unterwegs, weil ich weiß, dass ich solche Aufnahmen später nicht mehr machen kann. Nur die mächtige Burgruine am höchsten Punkt der Festungsstadt stammt noch aus der Zeit der Templerritter. Sie besaß ursprünglich drei Geschosse. La Couverturat konnte während der Glaubenskriege im Jahr 1562 den Angriffen der protestantischen Hugenotten standhalten. Im Jahr 1702 wurden die Tore verstärkt. Die Bevölkerung setzte sich erfolgreich gegen die Kamisaden zur Wehr, protestantische Untergrundkämpfer, die während der Cevennenkriege gegen die Unterdrückung ihrer Religion durch königliche Truppen kämpften. Die gegen Ende des 19. Jahrhunderts einsetzende Landflucht hat dazu geführt, dass La Couverturat nahezu entvölkert in Vergessenheit geriet, bis sich Hippies und Aussteiger einnisteten und damit begannen, den Touristen anzubieten, wonach sie verlangten. Ihnen folgten professionelle Geschäftsleute, Gastronomen, Hoteliers, Souvenirhändler. Nach und nach wurden die alten Häuser und Gassen wiederbelebt, dabei Denkmalschutzauflagen befolgt. So blieb ein Juwel des französischen Mittelalters in seiner Gesamtheit bis heute erhalten. Nur wenige Kilometer östlich, am südlichen Rand des Zentralmassivs, befindet sich der Cirque de Navazelles, eine landschaftliche Besonderheit, ein Touristenmagnet ersten Ranges. Ein kleiner Fluss mit dem Namen Vie hat sich 400 Meter tief in die Karstlandschaft gegraben und dabei diesen gigantischen Talkessel geschaffen. Die Vie entspringt im Nationalpark Cevennen, etwa 25 Kilometer nördlich. Nur noch bei starken Stürmen und Regenfällen strömt ihr Wasser entlang des Ortes Wiesek. Der Fluss ist abgetaucht. Er fließt heute über 8 Kilometer unsichtbar im Untergrund. Er unterquert die angrenzenden Karsthochflächen und tritt südlich der Côte du Larsac als starker Gebirgsstrom wieder ans Tageslicht.
Cirque de Navarcel, so wird diese heute trockenliegende Flussschleife genannt. Auch hier hat sich die Vie vor ein paar tausend Jahren eine Abkürzung geschaffen. Auch hier hat sie ihr über Jahrmillionen angestammtes Bett verlassen. Sie hat sich an der engsten Stelle einen Durchbruch gegraben. Dort unten, gerade erst wieder aus dem Untergrund aufgetaucht, ergießt sie sich über einen Wasserfall in das neue, tiefer liegende Flussbett. Der alte Flussgrund ist sehr fruchtbar. Deshalb haben sich Menschen an seinem Rand angesiedelt. Doch heute lebt man in Navarcel besser vom wahrscheinlich nie versiegenden Besucherstrom. Die Vie-Schlucht ist ein beliebtes und anspruchsvolles Wildwasserrevier. Im Frühjahr ist sie für geübte Wassersportler befahrbar. Der Einstieg beginnt unterhalb des Wasserfalles. 300 Höhenmeter trennen mich von der Karsthochebene. Die sehr steil aufragenden Kalksteinfelsen umschließen den Talkessel wie die Ränge eines riesigen Amphitheaters. Die Vie ist ein gefällereicher Wildwasserfluss. Kajakfahrer müssen viele enge Passagen, Katarakte und schnell auftauchende Höhenunterschiede bewältigen. Die Grotte de Demoiselle gilt als eine der schönsten ihrer Art im Zentralmassiv. Der Zugang liegt in einer schroffen Felswand auf 300 Meter Höhe. Ein Schrägaufzug bringt uns zum Einstiegspunkt. Den ersten Eindruck kann ich nur mit "Ich bin überwältigt" beschreiben. In einer solch großen unterirdischen Halle habe ich noch nicht gestanden. Die Lampen sind sehr geschickt platziert. Ich fühle mich wie in einer Backstube der Natur. Wie zähflüssige Teigfäden hängen die Sinterbildungen in Säulenform oder wie ein in Stufen erstarrter Teigfluss am Deckengewölbe und an den Wänden. Im Jahr 1770 entdeckt, seitdem wissenschaftlich erforscht, ist das weitläufige Höhlenlabyrinth seit 1931 für die Öffentlichkeit zugänglich. Es ist kühl und feucht. Die Temperatur beträgt konstant etwa 14 Grad Celsius. Die Führung dauert eine Stunde. Richtig abenteuerlich empfinde ich den Abstieg über unzählige Stufen, über hölzerne Galerien und Plattformen in die schier unendliche Tiefe. Tropfsteinhöhlen sind das Ergebnis von durch Risse im porösen Kalkstein dringendem Sickerwasser. Durch das Abscheiden von Kalkbestandteilen in größeren Tiefen bilden sich feine Sinterhäutchen an Höhlendecken und Wänden, die, je nach Neigungswinkel, Tropfen sich zu wundersamen, oft papierdünnen, auch wulstigen oder beckenartigen Ausformungen entwickeln. Wenn ich mir vor Augen führe, wie langsam der Kristallisationsprozess und das Erstarren in diesen Dimensionen ablaufen, dann wird mir bewusst, wie winzig die Zeitspanne meines Besuchs im Verhältnis zur Entstehungszeit ist.
Während der Religionskriege und während der Französischen Revolution bot die Grotte de Demoiselles verfolgten Menschengruppen ein sicheres Versteck.